Hallo und herzlich willkommen zum ADAC GT Masters Magazin vom Lausitzring. Endlich gibt es wieder Motorsport auf Sport 1 und endlich hat die neue Saison begonnen, wenn auch etwas später als ursprünglich geplant. 99 Tage Verspätung gab es insgesamt, aber alle waren einfach froh hier, dass es endlich wieder Motorsport eben zu sehen gibt. Und es hatte sich auch einiges getan beim ADAC GT Masters, insbesondere dann, wenn man sich die Fahrer anschaut. Natürlich ehemalige Bekannte mit dabei, aber auch einige neue Gesichter. Wir stellen Ihnen das Fahrerfeld einmal vor. Die Saison 2020. Neues Jahr, neues Glück und viele neue, aber auch bekannte Gesichter sind wieder mit dabei. Eine bunte Mischung aus Profis, Nachwuchsrennfahrern und ambitionierten Amateuren. Zwei Fahrer pro Auto, bei über 30 Fahrzeugen kommt da schon einiges zusammen. Die Qualität hat in dieser Saison wieder einmal zugenommen. Das belegt die Zahl der sogenannten Platin-Fahrer. Die höchste Fahrereinstufung der FIA, die Erfolge und Erfahrung der Fahrer belegt. 12 Piloten mit diesem Status sind in der Lausitz mit dabei. Ja, das Level ist auf jeden Fall sehr hoch und insofern wird es mit Sicherheit viel harte Competition geben, aber so soll es auch sein. Namen wie Mücke oder Van der Linde sind wohl bekannt im GT-Sport und es gibt auch einige, die speziell das ADAC GT Masters seit langem prägen. 7 Fahrer haben schon mindestens 100 Starts in der Liga der Supersportwagen, die meisten mit 163 hat Sebastian Asch. Ein echter Dauerbrenner ist auch Daniel Keilwitz, er hat die meisten Laufsiege, 22 sind es insgesamt. Auch die Damen sind in diesem Jahr relativ stark vertreten. Rahel Frey ist zurück, kennt sich mit 85 Starts im GT Masters aber bestens aus. Simona Di Silvestro ist GT Masters Rookie und Kerry Schreiner freut sich, dass sie nicht mehr die einzige Lady im Fahrerfeld ist. Ja, ich finde es cool, dass jetzt noch weitere Frauen dieses Jahr wieder dabei sind. Letztes Jahr war ich die Einzige. Es ist schön, ein bisschen Unterstützung zu haben, aber ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und schauen wir mal, wie es aussieht. Zu Simona Di Silvestro kommen übrigens 15 weitere Fahrer, die ihr Debüt in der Liga der Supersportwagen feiern. Manche davon sind wohl bekannt aus dem ADAC Motorsportprogramm. Und alle wollen sie in diesen erlauchten Kreis, die Champions des GT Masters. 8 ehemalige Titelträger sind in diesem Jahr wieder am Start, auch die Titelverteidiger Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde. Das Ziel ist natürlich klar. Ich habe schon mal 2015 versucht, die Meisterschaft zu verteidigen. Hat damals nicht so geklappt, deswegen habe ich eine offene Rechnung. Die Jagd auf den Titel ist endlich eröffnet. Über 60 Fahrer stehen dafür jetzt in den Startlöchern. Ja, es waren also einige neue Gesichter direkt beim ersten Rennen mit am Start. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wie präsentieren Sie sich in Rennen Nummer 1? Patrick Simon fasst für Sie das erste Rennen vom Samstag zusammen. Ja, und das in richtig guter Form, zumindest nach der Qualifikation. Mercedes mit Luca Stolz auf Pole, das war keine Überraschung. Aber neben ihm der T3 Motorsport Audi von Maximilian Paul. Durchaus eine Überraschung für die Lokalmatadoren aus Radebeul. Dann Charles Wertz für die neue WRT-Mannschaft im Audi auf 3 und Alfred Renauer neben ihm im 7er Porsche. Eine Minute, Driver Start Your Engines. Es ging endlich los in der Liga der Supersportwagen mit einem fulminanten, mit einem sehr, sehr guten Start für die beiden schwarzen Porsche. Alfred Renauer vorne in der 7 vorbei am Polesitter. Fällt man so ein bisschen über die erste Startreihe her. Auch Robert Renauer im 99er kämpft da um die Spitze. Muss zunächst nochmal zurückstecken. Also Porsche, Mercedes, Porsche, das die aktuelle Situation. Insgesamt kommt das Feld gut durch die ersten beiden Ecken hier am Lausitzring. Zackspeed Mercedes, ein bisschen weit raus. Mick Wieshofer kann sich aber wieder einreihen. Raus dann allerdings Rolf Innereichen. Der erste Ausfall der Saison, das zweite WRT-Auto, das er sich eigentlich mit Mirko Bortolotti teilt. Probleme hinten links. Verhindert die Weiterfahrt für das 30er Auto. Der Schweizer schließt die Tür. Frühfeierabend. Kommt das Feld fliegend aus der zweiten Runde vorbei auf die Gegengerade. Stolz mit einem ersten zaghaften Versuch gegen Alfred Renauer sich hier durchzusetzen. Die HB Racing Mannschaft vereint mit der Precode Herbert Motorsport Mannschaft. Sehen wir rechts im Bild Sebastian Asch, Rekordstarter, der sich das Cockpit im 7er Porsche teilt.
Zweikämpfe durch das komplette Feld der 33 Fahrzeuge. Schauen wir nochmal drauf auf den Start und sehen, wie da früh ausgefächert wird, weil die erste Startreihe nicht wirklich in die Gänge kommt. Und das Ergebnis, ja, haben wir schon mehrfach thematisiert jetzt. Renauer stolz, Renauer, dass die Situation an der Spitze ausmalen konnten wir nicht wirklich im Grund für das Ausscheiden von Rolf in Eichen. Onboard bei Stolz, verkämpfter Versuch da, hier schon halb daneben, aber vorbei war der Weg nicht möglich. Auch Michael Ammermüller in der SSR Performance Motorsportmannschaft macht einen guten Start. Onboard nochmal aus der Renauer Perspektive, der von sechs losgefahren ist, wie sein Bruder an die Spitze eilt und er von außen versucht, ihm gleichzuziehen, aber sich hinter dem Toxboard WRT Mercedes anschließen muss. Immer wieder gegengerade rausbeschleunigen über diese leichte Bodenwelle, versucht Lukas Stolz innen rein, trifft ihn und dreht ihn um, den 7er Porsche. Ja, aber aus meiner Sicht war ich schon mit der Schnauze am Hinterrad daneben und dann, ja, wenn man dann einlenkt, kommt es natürlich zu Kollisionen. Ich bin auch normal kein Freund von Kollisionen und ja, müssen wir eigentlich vermeiden. Aber nichtsdestotrotz müssen wir schauen und mit ihm sprechen, analysieren und dann beim nächsten Mal besser machen ohne Kollision und dann funktioniert es auch. Die Rennleitung hat genau die Situation als Rennunfall gewertet. Keine Strafe für Lukas Stolz, der damit dem Feld enteilen konnte. Renauer reiht sich auf Platz 15 wieder ein und setzt die gute Fahrt fort. Bruder Robert im Duell mit Ammermüller im SSR Performance Porsche dahinter. Markus Pommer in der Corvette, der mit richtig Druck auf die Start- und Zielgerade kommt. Dahinter der Küss-Porsche von Klaus Bachler und der Mücke Audi. Dann versucht Pommer innen, bremst spät, verliert die Kontrolle, trifft Ammermüller, aber trifft Robert Renauer und kegelt sich und den 99er Porsche aus. Innerhalb von zwei Runden verliert die Precourt Hebert Motorsportmannschaft beide Autos durch unverschuldete Kollision. Pommer versucht weiterzufahren, aber die aufgerissene Haube signalisiert, dass die Corvette weit wund ist. Renauer kriegt gar keinen Gang mehr rein und ist raus aus dem Saisonstart in der Liga der Supersportwagen. Kein Auftakt nach Maß für die Renauer Zwillinge. Und zu Recht ist man da stinkesauer. Hier nochmal die Wiederholung, wie Pommer da wild schlingernd den Bremspunkt verpasst hat. Und dann volles Rohr. Renauer trifft, das ist die Onboard-Perspektive von Robert und der Treffer, der Dreher und klar zu erkennen, klar zu hören, dass man nicht weiterfahren kann. Sven Müller haut vor Wut auf den Kommandostand und will es nicht wahrhaben, was da gerade in den letzten zwei Runden passiert ist. Das ist die Perspektive von Markus Pommer, schert aus, will an Ammermüller vorbei, bleibt erst an ihm so ein bisschen hängen, aber Ammermüller lässt den Sturm an sich vorbeiziehen, weil er das fast schon kommen sieht, dass da Pommer nur noch Renauer als Bremshilfe nehmen kann. Tür zu, tritt er gegen das Vorderrad, na klar, stinkesauer und das zurecht. Den Restart selber erlebt Klaus Bachler, der profitiert hat von der Situation. Perfekt, geht vorbei an Lukas Stolz und übernimmt die Führung, weil er einfach den Punkt des Wiederbeschleunigens perfekt getroffen hat. Tolles Manöver außenrum, hat Bachler einmal mehr seine Klasse gezeigt und führt jetzt am Lausitzring im 17er Porsche, den er sich mit Simona de Silvestra teilt. Stolz dahinter. Ammermüller auf 3, der Glück hatte bei der Pommer-Aktion, ist es Ricardo Feller im Mücke Motorsport Audi dahinter, gefolgt von Max Hofer. Hier nochmal der Restart außenrum, da muss Stolz das anerkennen und hält auch nicht dagegen, weil alles andere bringt nichts. Und das ist die Jubel, das ist die Motivation in der Küssmannschaft. Und dann geht's los mit dem Boxenstoppfenster. 25. bis 35. Rennminute. Bachler kommt rein und übergibt mit der 1 blinkend in der Scheibe das Cockpit an den Rookie, an Simona de Silvestro.
noch nicht ganz einstudiert. Die ganzen Abläufe ist mir nicht klar, vorne oder hinten rum wechseln. Ja, drückt man sich einfach durch, sitzt im Auto. Anschnallprozedere ist ja gewohnt. Und dann kommt es zu dem Showdown. Rechts der Küss-Porsche und links Maro Engel, der übernommen hat. Im Talksport WRT Mercedes von Luca Stolz. Duell um die Spitze. Silvestro vorne, aber der Mercedes mit deutlich mehr Schwung geht dann außenrum ein bisschen im Dreck vorbei und hat für die nächste Rechtskurve die bessere Linie. Ganz, ganz enges Duell beim Boxenstoppfenster im ADAC GT Masters mit dem besseren Ende zunächst mal für den Mercedes. Christian Engeler, der im SSR Performance Porsche von Ammermüller übernommen hat, geht zwei Runden später aus der Box raus. Auf Platz 2 kämpft Simona de Silvestro mit Christopher Mies. Da hat Kim-Louis Schramm nach einer verkorksten Qualifikation das Auto von 25 mittlerweile auf die 4. Position vorgefahren. Duell hier zwischen der 17 und der 29. Das war schon ein zarter Kuss von Mies gegen den Rookie. Aber da kann sich der Küss-Porsche noch durchsetzen und bleibt auf Podiumsplatz. Eine Runde später sieht das anders aus. Keine so nette Aktion. Christopher Mies trifft da Simona de Silvestro im Linksknick, dreht sie um, nimmt die Schuld klar auf sich, sagt, das war mein Fehler. Hier sehen wir das nochmal in der Perspektive. Schade für die 17er Küss-Team 75 Bernhard-Mannschaft. Ein Podiumsplatz zum Saisonstart wäre sicherlich ein tolles Ergebnis gewesen. Mies sticht rein, die Lücke war nicht groß genug und der leichte Treffer mit dem entlasteten Heck reicht und die Schweizerin dreht sich. An der Spitze dann, verbleibenden Rennminuten, wird der Druck auf Maro Engel immer größer. Engel hat der schnellste im Feld, fährt nicht nur die schnellste Rennrunde, sondern macht auch Druck auf den führenden Mercedes. Ist mittlerweile Max Hofer und Christopher Haase auf 3 vorgerutscht. Janis Fittje und David Jahn auf 4. Und die gelbe Mamba mit Maxi Götz auf 5. Dahinter wird allerdings gejagt von Franck Pereira, der im GRT-Krasser Racing Lamborghini Druck macht auf die Mamba. Kurz mal Ende Start und Ziel vorbei guckt, aber dann die Gegend gerade nutzt einmal mehr. Diese enge Ecke mit 5 verschiedenen Linien. Der perfekte Platz zum Überholen. Der Franzose vorbei, damit jetzt neu auf 4 im Lamborghini Huracan. Angekündigte Duell an der Spitze wird enger. Hat man einen guten Vorsprung vor dem Montaplast bei Land Motorsport Audi. Und Franck Pereira macht weiter Jagd. Jetzt auf David Jahn. Kelvin van der Linde, amtierender Meister. Auch der knöpft sich Götz vor, der mit nachlassendem Grip auf der Hinterachse die Mamba versucht, um den Kurs zu bringen und nicht allzu viel Position zu verlieren. Van der Linde vorbei. Was macht Stippler? Der fährt dahinter, kommt nicht mehr vorbei. Zielflagge an der Spitze. Talksport WRT gewinnt vor der SSR Performance Mannschaft. Zwei neue Teams ganz oben in der Liga der Supersportwagen. Was ein Ergebnis zum Saisonstart. Ich muss dem Team danken, die haben gerade in dieser schwierigen Zeit wirklich alle an einem Strang gezogen, haben das Auto perfekt und super vorbereitet und vor allen Dingen auch ein gutes Testprogramm auf die Beine gestellt. Und wir haben natürlich gehofft, dass wir einen starken Saisonstart haben, aber dass wir so stark starten, ist natürlich der perfekte Start mit Pole Position und Sieg. Und das ist die Siegerehrung verdientermaßen für die erfolgreichen Piloten. Wir haben heute um den Sieg gekämpft, wir sind Zweiter geworden. Ich glaube, das haben wir uns vorher gewünscht, dass wir hier beim ersten Rennen gleich aufs Podium fahren. Aber das war natürlich nicht selbstverständlich mit einem neuen Team. Mit einem neuen Setup für mich, auch mit Porsche. Ich freue mich sehr, dass ich da gleich im ersten Rennen so ein tolles Ergebnis einfahren konnte. Ja, und im Rahmen der ADAC GT Masters sind natürlich auch immer die jungen Wilden mit am Start. Heißt, in der ADAC Formel 4 3 Rennen mussten die jungen Wilden jetzt an diesem Wochenende hier am Lausitzring absolvieren. Und Julian Hering fasst für Sie das Ganze mal zusammen. Endlich geht es wieder los. Endlich wieder Formelsport beim ADAC. Die allererste Pole der Saison holt sich Jack Crawford. Der Red Bull Junior überzeugte schon bei den Testwochen vor 2 Wochen. Direkt neben ihm Rookie Oliver Biermann vom aktuellen Meisterteam Us Racing.
Der Start für beide aber eine Katastrophe. Die jungen Fahrer in Startreihe 1 kommen ganz schlecht weg und fallen zurück. Besser läuft es für Johnny Edgar. Der Brite, von Platz 3 gestartet, übernimmt die Führung. Ihm folgen Joshua Dirksen und Eliase Penen. Die Lichter der Startampel sind ziemlich schnell ausgegangen. Da waren, glaube ich, alle ein bisschen überrascht. Ich hatte eine gute Reaktion und bin deshalb so gut weggekommen. Der geschlagene Pole-Sitter Crawford bleibt auch nach seinem Horrorstart im Mittelpunkt. Der von Amersfoort Racing-Pilot auf Wiedergutmachung aus, schnappt sich Platz 4 von Bierman und ist wieder auf dem Weg in die Spitze. Aber es ist einfach nicht sein Rennen. Zwar gelingt dem Amerikaner noch der Sprung auf Platz 3, das anschließende Manöver bei einer Umrundung aber nicht. Wieder verliert der 15-Jährige wertvolle Sekunden. Sein Teamkollege an der Spitze macht dagegen alles richtig. Edgar fährt ungefährdet den ersten Laufsieg der Saison ein und sichert sich die ersten 25 Punkte. Ja, es ist echt super gelaufen. Ein perfekter Einstieg in die Saison. Mein erster Formelsieg, das ist echt super. Pechvogel Crawford bekommt auf den letzten Metern sogar noch einmal die Chance auf Platz 3. Am Ende fehlen aber wenige Meter. Neben Edgar komplettieren Joshua Dirksen und Elias Sepenen das Podium. Lauf 2 und wieder beste Chancen für Jack Crawford, der erneut auf der Pole-Position steht. Neben ihm sein Teamkollege und Sieger aus Rennen 1, Johnny Edgar. Startreihe 1 also für Van Amersfoort Racing. Und dieses Mal verpatzt Crawford vorne links den Start nicht. Ganz im Gegensatz zu Bierman, der einfach stehen bleibt und durchgereicht wird. Crawford vorne verteidigt seine Führung und biegt als erster in Kurve 1 ein. Der Kurs in der Magdeburger Börde anspruchsvoll mit vielen Bodenwellen. Das bekommt auch Bierman zu spüren, der seinen 160 PS starken Formelwagen aber im Griff hat. An der Spitze weiter das Duell der beiden Teamkollegen. Crawford mit hauchdünnem Vorsprung vor Edgar. Nicht so optimal läuft es für Josef Knopp. Schon zum zweiten Mal verliert der junge Tscheche den Halt auf der Strecke, kann seine Dienstfahrt aber fortsetzen. Ganz vorne muss Crawford jetzt immer häufiger in den Rückspiegel schauen. Dahinter lauert Edgar, der die eine Lücke sucht. Am Ende der Startzielgeraden setzt der 16-Jährige die erste Attacke, aber noch kann sein Teamkollege kontern. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Nur wenige Runden danach das nächste Manöver und der Versuch zum Führungswechsel. Wieder versucht es Edgar am Ende der Startzielgeraden und dieses Mal mit Erfolg. Der Laufsieger des ersten Rennens wieder auf dem Weg, die volle Punktzahl abzuräumen. Eine anscheinend perfekte Möglichkeit, um zu überholen. Das denkt sich auch der einzige Deutsche im elfköpfigen Fahrerfeld, Tim Tramnitz. Der Hamburger übernimmt hier Rang 3. Direkt dahinter entwickelt sich ein spannender Dreikampf. Die Protagonisten Bernier, Smal und Lomko. Das Trio gut unterwegs, aber zu weit weg, um die vordersten Ränge noch einmal anzugreifen. Den Sieg im zweiten Rennen holt sich Johnny Edgar. Was für ein Traumstart in die Saison. Crawford auf Platz 2 macht den Doppelsieg für Van Amersfoort Racing perfekt. Rang 3 geht an Tramnitz. Der dritte Lauf wie gewohnt im Reverse Grid. Heißt, die besten 8 aus Rennen 2 starten in umgekehrter Reihenfolge. Damit Elias Sepenen auf der Pole. Die ist er beim Start aber gleich wieder los. Sein AS-Racing-Teamkollege Vlad Lomko links ist früher auf dem Gas, zieht außen vorbei und übernimmt die Führung. Aber auch diese hält nicht lange. Der 15-jährige Russe macht Bekanntschaft mit der Streckenmauer. Rad kaputt, Rennen gelaufen, Punkte weg.
Kurz darauf muss das Safety Car raus. Der Himmel öffnet seine Schleusen und sorgt in der Magdeburger Börde für ganz schwierige Bedingungen. Das Rennen wird kurz darauf aus Sicherheitsgründen sogar abgebrochen. Damit gewinnt Seppänen vor Bernier und Smal. Weiter geht's in der Highspeed-Schule des ADAC in 2 Wochen am Nürburgring. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit noch mehr Motorsport, denn auch die ADAC TCR Germany startet mit viel Power in die Saison. Ja, 2 Rennserien haben wir schon gesehen, ADAC GT Masters und natürlich auch die ADAC Formel 4. Eine Rennserie gab es an diesem Wochenende noch, die ADAC TCR Germany nämlich. Und auch da wollen wir natürlich schauen, wie die Rennen ausgegangen sind. Die 2-Liter-Turbo-Boliden aufgereiht in der Vorstartaufstellung mit Antti Buri, dem Finnen, auf der Pole Position. Beide Trainingsqualifikationssessions hat er dominiert im Fahrzeug von Team Engstler in seinem Hyundai i30 N TCR. Hat sein eigenes Team und Equipment komplett verkauft, ist zum Team Engstler gewechselt und konzentriert sich jetzt komplett aufs Rennfahren. Jan Seifert, der Student aus Stuttgart von HP International Racing, auf der 2. Startposition. Nico Gruber, Teamkollege von Antti Buri, direkt hinter dem Finnen auf Startplatz 3 und der Meister des Jahres 2018. Das ist Harry Protschik, ebenfalls für HP International Racing am Start, hinter seinem eigenen Teamkollegen, hinter Jan Seifert. Gute Ausgangsposition für die 4 an der Spitze. Albert Legutko, einer von mehreren Neulingen in der Rennserie mit dem dienstältesten Fahrzeug in der Rennserie, sein Honda Civic aus dem Baujahr 2016. Die erste Startfreigabe, Antti Buri erwischt den Start nicht gut, wird vom Teamkollege Nico Gruber kassiert, eingangs der ersten Kurve auf dem Lausitzring. Dahinter geht es ein bisschen wild durch die Rabatte, durch den Dreck, aber keine größeren Kontakte, keine Dreher, keine Abflüge. Insgesamt viel Disziplin im Feld. Und hier sehen wir nochmal, wie Antti Buri seine Führungsposition abgeben muss an den jungen Oberösterreicher Nico Gruber. Michel Halder vom Ende des Feldes aus gestartet aufgrund eines Motorwechsels, der fällig wurde nach dem ersten freien Training. Auf der Jagd weiter nach vorne hat Marcel Vogel vor der Nase. Und das ist einer, der schwer zu überholen ist. Das muss die einzige Amazone im Feld in der Folge auch feststellen. Ihr Bruder Mike, der Vizemeister von 2017, von Startplatz 6 aus ins Rennen gegangen, arbeitet sich sukzessive nach vorne. Hier kassiert er bereits einen weiteren Konkurrenten, nämlich Harry Protschik. Und das ist die Sichtweise von Albert Legutko, Neuling in der Rennserie, der 19-Jährige aus Berlin. Der versucht, Anschluss zu halten. Jede Runde zählt natürlich für ihn, möglichst viel Erfahrung sammeln und dementsprechend auch die Daten. War mit dem Setup seines Fahrzeuges im Qualifying nicht ganz zufrieden. Keine gute Fahrzeugbalance, hat die Reifen nicht richtig zum Arbeiten gebracht. Aber er hat Michel Halder im Nacken sitzen, versucht selber Marcel Vogel anzugreifen und dann geht links vorne die Radaufhängung kaputt. Man hat es ganz laut klar klacken hören bei der Anfahrt auf die Linkskurve und er gräbt sich dann in der Folge ins Kiesbett ein. Fahrzeugfront sitzt auf, er kommt aus eigener Kraft dann nicht mehr raus. Hier sehen wir das Ganze unverschuldet, aber eine längere Safety-Car-Phase wird notwendig, denn es ist nicht ganz so einfach, das Auto von der Strecke zu buxieren. Schade für Albert Legutko, schon vor Rennhalbzeit das Aus. Und bei der erneuten Rennfreigabe, der Restart, perfekt umgesetzt von Nico Gruber, lässt sich da überhaupt nicht in einen Fehler reintreiben von Antti Buri. Der ist zwar versucht auf der Außenlinie, aber Nico Gruber hat sehr gut rausbeschleunigt, das Tempo gut kontrolliert und damit auch die Gegner. Mike Halder derweil auf der 3. Position an Seifert und Protschik vorbeigegangen. Und Mike Halder, der will mehr. Kassiert hier auch noch Antti Buri, setzt sich zwischen die beiden Team Engstler Piloten. Klasse Rennen von Mike Halder im Honda Civic Typ R. Antti Buri klemmt sich dann noch hinter den Vordermann. Hier sehen wir dieses Überholmanöver noch einmal wunderschön inszeniert von Mike Halder, der sich dem Gegner perfekt zurechtgelegt hat. Antti Buri ein bisschen aggressiv mit dem Versuch, den Konter zu setzen, zahlt dafür dann auch entsprechend die Rechnung in der Folge des Rennens mit nachlassenden Reifen. Und
Das Duell Marcel Vogel gegen Michel Halder. Ein Hingucker in diesem ersten Wertungslauf des Jahres, wenn auch weiter hinten im Feld. Aber die beiden schenken sich rein gar nichts. Die beiden Vogels, Dominik und Marcel, und die beiden Halders ja zusammen für Honda unterwegs, untergebracht in einem gemeinsamen Zelt. Da gibt es eine Kooperation. Man arbeitet zusammen, aber auf der Rennstrecke, da kennt man eben keine Verwandten und auch keine Freunde. Da wird voll reingehalten. Nico Gruber fehlerfrei mit dem ersten Laufsieg der Saison. Er holt sich auch den Sieg in der Rookie-Wertung. Dahinter Mike Halder und Antti Buri, der aufgrund der Extrapunkte aus dem Qualifying Rang 2 in der Punktewertung hat nach diesem Lauf vor Mike Halder. Ja, ich bin sprachlos, also bin überglücklich. Ich muss mich einfach bei den Sponsoren bedanken, beim Papa, die das alles ermöglichen, und auch beim Team Engstler für deren Unterstützung, für die super Arbeit das ganze Wochenende über. Und ich bin happy, dass ich auch für sie was machen konnte. Reverse Grid im zweiten Wertungslauf. Die ersten 8 der Qualifikation in umgekehrter Reihenfolge. Deshalb René Kircher im VW Golf GTI auf der Pole Position. Das ist ein ganz besonderer Druck, den kennt Michel Halder. Die junge Dame hat im vergangenen Jahr schon einen Lauf von der Pole Position aus gewonnen. Als erste Frau in der TCR Germany überhaupt. Das war in Zolder. Bruder Mike auf Startplatz 3 direkt neben ihr. Da weiß sie, da kann auf der Seite nichts passieren. Rennfreigabe, René Kircher links im Bild, kommt schlecht weg, hat einen riesen schwarzen Strich auf den Asphalt gelegt. Mike Halder bereits außen neben ihm. Und dann kommt Dominik Vogel auf der Innenbahn in dem schwarz-rot folierten Honda Civic. Mike Halder auf der Wiese, um einer Kollision mit René Kircher aus dem Weg zu gehen. Michel Halder profitiert vom Tohuwabohu in der ersten Kurve und setzt sich an die Spitze des Feldes. Dahinter Dominik Vogel und Bruder Mike. René Kircher verliert bereits auf den ersten Metern 3 Positionen, fällt zurück auf 4, steht sofort unter Druck von Harry Protschik, dem Meister von 2018. Antti Buri mit der gelben Fahrzeugschnauze, gut zu erkennen, hängt noch ein bisschen im Mittelfeld fest. Er, der Sieger der Qualifikation, muss von Startplatz 8 aus ins Rennen gehen. Das Fahrzeug von Albert Legutko, der im ersten Lauf mit einer gebrochenen Vorderradaufhängung liegen geblieben ist, konnte repariert werden. Er am Ende des Feldes will einen besseren zweiten Lauf hinlegen, ein zählbares Ergebnis mit nach Hause nehmen. Hier das Geschwisterpaar, tête-à-tête nebeneinander, Michel und Mike. Michel mit den gelben Farbapplikationen auf ihrem Honda Civic. Und Bruder Mike, der schnellere der beiden im Normalfall, setzt sich in diesem familieninternen Duell durch. Natürlich hat Michel nicht mit aller Gewalt dagegen gehalten. Bruder Mike ist Titelanwärter, ihm lässt sie gerne den Vortritt. Antti Buri robbt sich weiter nach vorn. Dritter war er im ersten Wertungslauf, ist bereits an der Heckschürze des Golf GTIs von René Kircher dran und dann auch ruckzuck an ihm vorbei. Harry Protschik hat sich vorbeigeschoben an Michel Halder, die auf die 4. Position zurückfällt. Und so langsam kommen die Top-Favoriten so richtig in Schwung, während Dominik Vogel weiterhin das Rennen anführt. Harry Protschik sieht dann wie die anderen, dass plötzlich Mike Halder nicht mehr um sie herumfährt. Er muss in die Boxengasse abbiegen. Dominik Vogel, der Teamkollege, wenn man so will, über die Curbs geräubert, Dreck aufgeschleudert. Ein Kieselstein ist dabei durch den Kühler des dahinterfahrenden Mike Halder geschlagen. Und der muss das Rennen aufgeben. Ein Nuller, der extrem wehtut im Kampf um den Meistertitel. Hier ein heftiger Verbremser von Jan Seifert. Der kommt trotzdem an René Kircher vorbei. Und der wird so langsam nach hinten durchgereicht. Dann plötzlich flammendes Inferno unter dem Fahrzeug von Guido Naumann, unserem Journalistenkollegen, der als Gaststarter mit dabei ist. Er muss sein Fahrzeug frühzeitig abstellen. Aber es entsteht Gott sei Dank kein weiterer größerer Schaden. Ein Streckensteward mit dem Feuerlöscher ist auch gleich zur Stelle. Vorne an der Spitze immer noch Dominik Vogel. Da haben wir ihn groß im Bild mit der Startnummer 88. Er in seiner 4. Saison in der TCR Germany. Eine Saison hat er aussetzen müssen aufgrund einer schweren Rückenverletzung, die er sich auf der Nürburgring-Nordschleife zugezogen hat. In diesem Jahr will er ganz vorne mit angreifen. Und die Duelle werden durchaus leidenschaftlich ausgefahren. Das hat man gerade eben gesehen bei der Attacke von René Kircher.
Harri Salminen schiebt sich hier an Marcel Vogel vorbei, dem jüngeren Bruder von Dominik, der das Feld anführt. Er hat das Fahrzeug, das überwiegend rot foliert ist, mit schwarzen Applikationen. Sein Bruder umgekehrt. Und Michel Halder wird hier weit rausgetragen. Damit ist die Lücke offen, der Weg frei. Wieder einer durchgeschlüpft und damit Michel Halder nicht mehr im Bereich der Podiumsplatzierungen. Nico Gruber hat sich da eine Position verbessert, der Sieger des ersten Laufes, der auch wieder die Rookie-Wertung gewinnt in Lauf 2. Dominik Vogel an der Spitze des Feldes aber nicht mehr einzuholen. Er holt sich den Sieg vor Harri Procik und Antti Buri. Nico Gruber, wie gesagt, auf der vierten Position vor Michel Halder. Ja, es war ein mittelmäßig guter Start. Hatte Glück, dass ich in der ersten Kurve innen war, hatte so schon Mike und René überholen können. Und dann, ja, Michel auch noch überholt und Mike hat dann ganz schön Druck gemacht von hinten, aber jetzt dann ist wohl der Kühler bei ihm geplatzt. Das war natürlich ein bisschen schade auch fürs Team, aber trotzdem bin ich jetzt glücklich, dass es trotzdem mit dem Sieg geklappt hat. So sieht es aktuell aus im Meisterschaftsklassement nach 2 Wertungsläufen. An der Spitze alle dicht beisammen. Groß die Freude bei Dominik Vogel und seiner Lebenspartnerin bei der Siegerehrung, nachvollziehbar. Wir sind gleich wieder zurück, dann mit dem zweiten Rennen des ADAC GT Masters. Kann Mercedes seinen Erfolg wiederholen? Die Antwort gleich hier. Willkommen zurück am Lausitzring beim ADAC GT Masters Magazin und wir kümmern uns natürlich weiterhin um die Liga der Supersportwagen und da hatte sich im Fahrerfeld einiges getan, das haben wir uns eben schon angeguckt, aber auch bei den Herstellern gab es eine Veränderung. Bentley nämlich wieder mit am Start, sprich insgesamt 7 Hersteller und die stellen wir Ihnen mal vor. In einer Sache sind sich alle einig. Ja, grundsätzlich ist es einfach schon mal mega, überhaupt hier zu sein. Also wir mussten jetzt echt lange warten und deswegen war die Vorfreude sehr groß. Ich persönlich kann es kaum erwarten, bis dann wirklich das erste Rennen ist. Ja, zum Glück geht es endlich wieder los. Echter Benzingeruch, echter Sound, echtes Gummi auf echtem Asphalt. Viele Fahrer haben sich virtuell fit gehalten. Doch das, was jetzt endlich wieder losgehen darf, ist etwas anderes. Über 30 Supersportwagen von 7 unterschiedlichen Herstellern. Beim ADAC GT Masters erlebt der Fan noch Markenvielfalt. Im Vergleich zur letzten Saison kehrt Bentley zurück ins Fahrerfeld, eingesetzt von T3 HRT Motorsport. Ansonsten die alten Bekannten. Audi, BMW, Corvette, Lamborghini, Porsche und Mercedes AMG. Letzterer kommt mit einem Update in die neue Saison. Mercedes hat den neuen Mercedes AMG GT3 rausgebracht. Da ist natürlich auch viel Entwicklungsarbeit noch zu tun. Das Auto fährt sich eben anders wie das letztjährige. Ob Vorteil oder Nachteil wird sich zeigen. Beim Test vor 2 Wochen ist der neue Raptor von HTP Winward Motorsport jedenfalls die Bestzeit gefahren. Die Corvette dagegen trumpfte mit dem absoluten Topspeed auf. Doch trotz der Markenvielfalt und der unterschiedlichen Konzepte, nach denen die Fahrzeuge entwickelt sind, entscheiden in der Liga der Supersportwagen Hundertstel, wenn nicht sogar Tausendstel Sekunden über eine gute Ausgangsposition fürs Rennen. Ja, das erste Rennen der ADAC GT Masters Saison, das haben wir uns eben schon angeschaut. Da war einiges geboten. Wollen wir natürlich auch sehen, wie das zweite Rennen am Sonntag ausgegangen ist. Patrick Simon fasst für Sie zusammen. Und es ist erneut Audi und Mercedes in der ersten Startreihe, allerdings in umgekehrter Voraussetzung. Dries Fantor war der schnellste in dem engsten Qualifikationslauf aller Zeiten. 31 Autos in einer Sekunde. Maro Engel war der zweitschnellste. Die Herbert Motorsportmannschaft hat den Porsche wieder fit gemacht. In der langen Nachtaktion Sven Müller belohnt die Truppe mit Startplatz 3 im 99er Porsche. Los geht's dann über die 1-Stunden-Renndistanz erneut. Und es ist wieder mal die Porsche-Fraktion, die super gut wegkommt beim Umschalten der Ampel von Rot auf Grün. Müller in die Mitte hinein, will sich zwischen Audi und Mercedes da durchschieben, kriegt allerdings nicht den Grip auf die Strecke. In der ersten Ecke kann Fantor und dann auch Engel sich die Position wieder zurückholen, die der Porsche-Pilot auf der Gerade beim Beschleunigen innehatte.
Reihenfolge Audi, Mercedes, Porsche, das die ersten drei. Dann Christian Engelhardt für SSR Performance und Franck Pereira im Duell mit Christopher Mies, die beiden Zehnzylinder aus dem Hause Audi und Lamborghini. Hier nochmal aus der Onboard. In der Mitte taucht die 99, taucht Sven Müller auf. Beim Einlenken allerdings kriegt er den Grip nicht auf die Straße, rutscht weit raus. Und das ist die Chance für Engel zurückzukommen und sich Startplatz 2, auch Position 2 im Rennen zu holen. Reifenschaden hinten links, dann für Mike Beckhusen. Humpelt zurück zur Box, gibt eine neue Pelle und weiter geht's. Duelle durchs ganze Feld ist das Patrick Niederhauser, die amtierenden Champion mittendrin im Getümmel mit Stefan Mücke und Maxi Götz. Maxi Götz geht dann vorbei am pinken Auto der Mücke Motorsportmannschaft und holt sich die Position. Dann geht Nick Jelloli im BMW der Schubert-Mannschaft raus. Das ist ein Folgeschaden, weil er vorher in der Mauer hängen geblieben ist. Hier sehen wir das nochmal. Anschlag vorne rechts, dann war die Luft raus aus dem Reifen und das vorzeitige Ende für den bestplatzierten BMW des Samstagsrennens. Fantor setzt sich ab, deutlich vor Engel. Der hat Druck von Sven Müller. Dann eine kleine Lücke auf Engelhardt, Mies und auch der zweite BMW. Der MSGT Racing Mannschaft raus mit Problemen bei der Motorleistung. Die Probleme hat Jeffrey Schmidt nicht. Strafversetzt nach dem Rempler von Pommer im ersten Lauf. Muss Schmidt jetzt von ganz weit hinten sich irgendwie nach vorne arbeiten und das macht er Fahrzeug für Fahrzeug. Hier ist der T3 Motorsport Audi von Nils Langefeld gleichfällig. Der hatte in der Qualifikation einen Reifenschaden und kommt hier nicht gegen die Leistung von Callaway Competition an. Schmidt außenrum und schon lange vor der Bremszone vor dem Audi in den starken Ziel. Der nächste im Bunde ist der Mercedes von Dorian Boccalacci, dem Franzosen. Der ist aus der Formel 2 bei Zackspeed untergekommen, macht einen kleinen Fahrfehler. Auch dafür braucht Schmidt keine zweite Einlagung. Vorbei am 20er Zackspeed Mercedes. An der Spitze bis auf knapp 10 Sekunden enteilt. Kurz vor dem Öffnen des Boxenstoppfensters ist es Dries Fantor, der in einer eigenen Liga spielt. Auch Maro Engel mit 30 Zusatzerfolgsgewicht vom Samstag nicht ganz das Tempo vom Vortag gehen kann. Mies, Pereira, Niederhauser dahinter. Komplettiert wird das Ganze hier von Mirko Bortolotti. Boxenstoppfenster öffnet, Mercedes früh drinne mit Maro Engel, der an Lukas Stolz übergeben wird. Im Hintergrund sehen wir Engelhardt, der vorfährt, um an Amme Müller zu übergeben. 70 Sekunden Boxenverweilzeit lässt es relativ entspannt aussehen, wenn die Piloten das Cockpit tauschen, inklusive Fahrerschale, angepasst für die richtige Körpergröße und Statur. Geht es dann mit dem markant orangenen Helm, rot-orangenen Helm für Luca Stolz wieder raus. Dem 22er Talksport WRT Mercedes hinter sich, Ammer Müller und Gewinner der Boxenstopprunde, definitiv der Lamborghini Huracan mit Alberto Costa jetzt am Steuer. Übergabe auf Charles Wertz als Führender. Kann Dries Fantor hier in Ruhe aussteigen. Routiniert die Handgriffe beim Belgier. Und dann natürlich nach dem Boxenstoppfenster auch die Führung weiterhin für Team WRT, die belgische Mannschaft, die ihr Debüt gibt. Das in sehr eindrucksvoller Manier. Robert Renauer sitzt im schwarzen Porsche auf 3 mittlerweile. Ist das Duell zwischen Kim-Louis Schramm und Kelvin van der Linde sehr intensiv. Der Südafrikaner, amtierender Champion für Rotronic Racing, versucht es Runde um Runde. Aber deutlich ruhiger, muss man auch ganz klar sagen, ist der Sonntagslauf bis dato abgelaufen. Ganz wenig Zwischenfälle, fast keine Rangeleien. War das ein zaghafter Versuch? Aber mehr ist auch noch nicht draus geworden. Pommer, der mittlerweile Platz genommen hat, geht vorbei an Elia Erhardt mit der 77er Corvette. Ah, da war er noch unsicher nach dem Unfall am Vortag. Wollte er da jetzt kein Risiko eingehen. Und Elia Erhardt spielt mit, lässt ihm den Raum. Den Raum,
Der Kim Lewis schreibt hier so ein bisschen ausgeht. Auf die Gegengerade raus beschleunigen. Leichter Anschlag an der Mauer, aber das bleibt zunächst ohne Folgen. Anders als bei Yellow Lee vorhin. Geht dann aber in dem Zuge an Rolf Ineichen vorbei. Auch Van der Linde findet den Weg am 30er WRT. Auto in weiß-grün vorbei. Bis dann das Safety Car zunächst mal das Tempo rausnimmt. Konstantin Schöll parkt den Bentley im Kies. Mit leichter Mithilfe von Marvin Dienst, der sich da innen daneben drückt. Eine ganz leichte Berührung im Infight, im Rennduell. Wie das auch der Rennleiter im Anschluss sieht, reicht aber, um den Bentley im Kies zu parken. Bisschen rangieren, bis er wieder richtig steht. Geht dann unter grüne Flagge der letzte Part des Sonntagsrennen über die Bühne. Unverändert an der Spitze der pinke Renner der BWT Mücke Motorsportmannschaft. Der ist überrundet mit Igor Walilko, der dann auch ganz sauber Platz macht und sich hier nicht einmischt in den Kampf zwischen Lukas Stolz, der versucht nochmal an Charles Wertz ranzukommen. Aber auch nach dem Restart ist gegen den schwarzen Audi-Renner kein Kraut gewachsen. Feld schön aufgereiht. Corvette nochmal mit einem Versuch. Ist dann Klaus Bachler. Drei nebeneinander in die Ecke rein. Nutzt ein bisschen den Zackspeed Mercedes mit Mick Wieshofer zum Bremsen. Kurzes Durcheinander. Der schwarze 36er Schütz-Mercedes profitiert und macht eine Position gut. Insofern verliert auch noch gegen Bachler das Duell. Da war ganz viel Glück dabei, dass das nicht in einem großen Crash da endete. Start und Ziel, hier sehen wir es nochmal. Zunächst das Duell zwischen Schütz und Renauer im Porsche, das 7er Auto. Und dann kommt Bachler zu dritt nebeneinander. Hat er mit dem Zackspeed Mercedes so einen leichten Bremspuffer gefunden, um so die Vorderachse in die richtige Richtung gedrückt zu bekommen. Verliert ein bisschen Schwung, aber dennoch macht er zumindest den Boden gegenüber dem Zackspeed Mercedes zwei Kurven später dann auf jeden Fall gut. Springt über den Curb in das Seitenteil des AMG GT3s. Patrick Niederhauser erhöht dann den Druck auf Kim Lewis Schramm. Und in der letzten Ecke ist die Lücke dann da. Die nutzt Niederhauser meisterlich. Man holt sich die Position von Schramm, der nach einem starken Anfang von Christopher Mies den 29er Auto übernommen hat. Alberto Costa Balboa in der letzten Runde, drittletzte Kurve, haut er den Lambo noch in den Dreher hinein. Und das vorzeitige Ende, da gab es ein Problem mit einem schleichenden Blattfuß, hat die ganze Runde schon massive Probleme gehabt. Punktelos bleibt der Stier in der Lausitz, anders als Dries Fanto und Charles Wertz. Die gewinnen für Team BRT. Ja, das Auto lief richtig gut heute. Ein richtig guter Einstand für uns. So kann es beim ADAC gerne weitergehen. Tabellenführer nach dem ersten Wochenende ist das Talksport WRT-Duo Engel Stolz vor SSR Performance mit Amar Müller und Engelhardt. Team WRT nach dem Sieg am Sonntag Platz 3 und das Sonntagspodium. Ja, das war es also, das erste Rennwochenende der ADAC GT Masters Saison 2020. Es geht aber Schlag auf Schlag weiter. In zwei Wochen sehen wir uns schon wieder dann am Nürburgring. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Tschüss.